Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Schwangerschaftsupdate. Ich berichte euch in diesem Schwangerschaftsupdate über die 25. Schwangerschaftswoche. Ja, und ich berichte euch über meinen allerersten Geburtsvorbereitungskurs. Den hatte ich nämlich am Montag. Und ja, es war super witzig und interessant. Und ich denke, das könnte euch interessieren. Ja, mein Mutterpass habe ich zwar wieder dabei, aber ich kann euch aktuell überhaupt nichts Neues aus dem Mutterpass berichten, da, wie ich schon in meinem letzten Video gesagt habe, ich keinen neuen Frauenarzttermin hatte, ich meinen nächsten Termin erst im Februar habe, da meine Frauenärztin eine neue Praxis eröffnet und ich erst im Februar einen Termin bekommen habe, kann ich euch auch nicht sagen, wie viel ich aktuell zugenommen habe, aber schätzungsweise sind es jetzt so 8, 9 Kilo, die ich jetzt mehr drauf habe und ich finde, das ist noch im Rahmen. Allerdings fangen jetzt, und jetzt kommen wir auch schon zu meiner ersten Beschwerde, so die Heißhungerattacken an und zwar so richtige Fressattacken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe an dem einen Tag 1,5 Tafeln Schokolade gegessen, also das ist wirklich so was, was ich mir echt abgewöhnen darf, weil sonst kugel ich bald. Ich möchte ja, wie gesagt, nicht mehr wie 15 Kilo zunehmen, also hoffe ich, dass ich das schaffe. Und ja, ich berichte euch einfach mal über den Geburtsvorbereitungskurs. Was ich total schön fand, war, dass jede Frau auf ihrer Matte sowas hier liegen hatte. Das ist so ein Goodiebag von Sacrotan da. Das habe ich auch schon mal bekommen. Das ist einfach so eine Wickelunterlage. Und hier drin findet ihr so ein Heftchen. Und dann ein Desinfektionsspray von Sacrotan. Das benutze ich super gerne. Und gerade die Anfangszeit, wenn das Baby da ist, mache ich damit immer den Wickeltisch vorm Wickeln und nach dem Wickeln. Genau. Fand ich total süß. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zu der Frage, ja, wieso machst du einen Geburtsvorbereitungskurs? Du hast doch schon ein Kind. Ja, das ist richtig. Also ich hatte schon mal einen Geburtsvorbereitungskurs, allerdings hatte ich den bei einer anderen Hebamme. Diejenigen, die mich jetzt schon länger verfolgen, die wissen, dass ich einen Hebammenwechsel hatte und das 2 Tage nach meiner Geburt. Also ich bin mit meiner damaligen Hebamme überhaupt nicht zufrieden gewesen und ja, die hat mich leider total im Stich gelassen. Also ja, wir haben die 9-mal versucht anzurufen, als ich zu Hause war. Die hat auch gewusst, wann ich entlassen werde, also sie hat eigentlich alles gewusst und ja, hat mich einfach hängen lassen und ist nicht an ihr Telefon rangegangen und ich war total am Verzweifeln, weil ich ja zum ersten Mal Mama geworden bin und ich weiß nicht, ich war junge 22 und meine Mama wohnt selber 30 Kilometer weit weg und ich hatte hier halt einfach keinen, der mir helfen konnte und gerade bei dem Thema Stillen konnte mir hier erst recht keiner helfen, weil keiner in der Familie gestillt hat und ja, war super doof und ich war total am Weinen und am Verzweifeln und das will man dann ja eigentlich auch nicht, weil man muss ja eh schon aufpassen, dass man nicht in Depressionen verfällt und so eine Aktion dann noch zusätzlich, das war halt nicht so das Wahre. Und ja, dann hat Klaus, mein Mann, eine Hebamme im Internet ausfindig gemacht, die auch noch hier bei mir in der Stadt wohnt und zwar 3 Straßen weiter. Ja, ich habe die Hebamme dann sofort angerufen und habe total geweint und war total verzweifelt. Und die Hebamme hat gesagt, bleib wo du bist, ich bin sofort da. Und die war wirklich innerhalb von einer halben Stunde vor meiner Haustür gestanden. Und ja, das ist so meine Traumhebamme. Und dann habe ich gesagt, du und keine andere mehr. Und bei der Hebamme hatte ich dann auch meine Rückbildungsgymnastik, dann hatte ich Babymassage und ich war total zufrieden und glücklich. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs eben bei meiner neuen Hebamme, weil ich da ja noch gar nicht war. Also es ist wieder was ganz anderes, es ist eine andere Hebamme, es ist ein ganz anderer Kurs und deswegen wollte ich eben nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs haben. Ja, zudem ist auch noch meine beste Freundin mit mir gemeinsam schwanger. Wir haben ja nur 3 Wochen Unterschied, was natürlich super toll ist und wir bekommen auch noch beide 2 Jungs. Also ja, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Ob mit der Schwester oder mit der besten Freundin schwanger zu sein, das ist einfach immer toll und gerade eben, weil es nur so knapp ist. Und ja, die habe ich gleich mitgenommen zu meiner, also zu der Hebamme. Das heißt, es ist jetzt auch ihre neue Hebamme. Und jetzt macht es natürlich auch noch doppelt Spaß, den Geburtsvorbereitungskurs auch noch zu absolvieren zu zweit. Und ja, man lernt halt auch super viele Frauen kennen, die dann auch noch hier im Umkreis wohnen und die gleich weit sind.
Und das ist so für mich so ein Pluspunkt für den Geburtsvorbereitungskurs. Also ich mache den nicht nur, weil ich jetzt da hecheln und atmen und so lernen muss, sondern ich mache den auch, um einfach neue Gesichter kennenzulernen, um sich vielleicht nach dem Geburtsvorbereitungskurs, also nach den jeweiligen Geburten, sich nochmal zu treffen, gemeinsame Spaziergänge zu machen und sich einfach auszutauschen. Und ich weiß es noch von meiner Rückbildungsgymnastik, da haben wir auch sofort eine WhatsApp-Gruppe erstellt und haben uns dann mehrmals getroffen. Und das ist einfach super schön und das kann ich euch einfach nur ans Herz legen. Klar, unter anderem auch, weil ihr was lernen könnt, aber auch, weil ihr einfach unter Menschen kommt und ihr ja, Gleichgesinnte habt. Also ihr könnt euch mit denen über Sachen unterhalten, die vielleicht die Freundin, die gerade nicht schwanger ist, nicht interessiert. Ja, in unserem ersten Kurs haben wir, also der geht von 19 Uhr bis 9:30 und da haben wir ganz viel geredet und wir haben uns natürlich erstmal vorgestellt und jeder durfte da so ein bisschen was dazu sagen und wie weit man schwanger ist und mit wie vielen Kindern man schwanger ist. Und ich bin diejenige, die als letztes entbindet. Also es entbinden eigentlich alle im Februar, März. Also im März sind es so die meisten. Und dann sind es noch so zwei, drei, die im April entbinden. Und ich bin eben die letzte mit Ende April. Aber ich durfte noch in den Kurs mit rein, weil ich eben mit meiner besten Freundin gemeinsam den Kurs haben will. Und sie eben am Anfang April ist und nicht Ende April. Es war wirklich Glück, aber ich fühle mich da trotzdem total wohl. Und genau. Ja, und dann haben wir auch schon so ein paar Atemübungen gemacht, wo man immer so als Gruppe, also als Grüppchen, also immer zu zweit, als Pärchen, immer zusammengehen muss. Und ja, das war auch super interessant und das war auch was ganz Neues. Das haben wir nämlich noch nie gelernt. Also bei dem anderen Hebammenkurs, Geburtsvorbereitungskurs bei der anderen Hebamme, habe ich das eben noch nicht mitgemacht. Und deswegen war das für mich schon so ein Pluspunkt, wo ich gesagt habe, jawohl, war kein Fehler und ich bereue es auch nicht, dass ich jetzt da nochmal zu einem Kurs gehe. Ja, was noch in der Woche passiert ist, zum ersten Mal hat Klaus die Kindsbewegung von außen gespürt. Also es war ja schon immer so, dass ich die Kindsbewegungen gesehen habe. Die kamen auch schon so durch die Bauchdecke durch. Aber jedes Mal, wenn Klaus die Hand drauf gelegt hat, war Stille im Bauch. Und diesmal war es echt cool. Also ich weiß nicht, ob das ein Trick ist, aber vielleicht probiert ihr es einfach mal aus. Er hat gegen meinen Bauch gegrummelt, also er ist so zu meinem Bauch und hat dann so, hallo, so dagegen gebrummelt. Und da hat der Kleine total reagiert und hat voll geboxt und das ist echt der Hammer. Und das kennen wir von Finn zum Beispiel gar nicht. Also da haben wir ganz oft mit ihm geredet und so angestupst und so. Da kam selten eine Reaktion zurück, der hat halt geboxt, wenn er Bock hatte. Aber der kleine Mann, der legt ganz schön los, jetzt so. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Ja, und tatsächlich haben wir einen Kindsnamen. Den sage ich euch aber noch nicht, weil ich kann es leider noch nicht sagen. Ich habe gesagt, ich mache kein großes Geheimnis drum. Das tut mir wirklich leid. Aber die Patin von dem kleinen Mann weiß es immer noch nicht. Und wir würden es ihr gern persönlich sagen. Und die hat jetzt leider seit 1,5 Wochen gar keine Zeit für uns. Und deswegen können wir den Namen noch nicht sagen, weil ich finde es echt blöd, wenn ja, 1000 andere Leute den Namen vor ihr wissen. Ja, und sonst ist jetzt eigentlich gar nichts Großartiges mehr in der Woche passiert. Also mir geht's immer noch gut, ich habe keine Beschwerden, ich habe auch keine Rückenschmerzen, also zumindest nicht so arge. Das Einzige, was mir so ein bisschen zu schaffen macht, ist diese Symphyse. Das habe ich aber schon seit Wochen und das könnte ich euch wirklich wöchentlich in meinem Update berichten. Da wollen wir das jetzt mit so einem Bauchgurt in den Griff bekommen. Das heißt, ich bekomme so einen Gürtel rum. Ich habe jetzt auch schon von ganz vielen Mamis gehört oder von ganz vielen anderen Schwangeren, dass das wirklich sehr gut sein soll. Also ich bin gespannt, wenn ich den bekomme. Ich bekomme den entweder von meiner Ärztin oder von meiner Hebamme. Und ja, mal gucken, ob es da dann eine Besserung gibt. Ja, jetzt zeige ich euch noch meinen Bauch. Der interessiert euch ja immer blendend. Ich muss aber gleich vorab sagen, ich habe eine ganz süße Chihuahua, nein, eine Mops-Jogginghose an. Also bitte lacht mich nicht aus. So, das ist jetzt mein Bauch von der Seite. Und das ist er von vorne. Und da, finde ich, sieht man gar nicht, dass ich schwanger bin. Und das ist er von der anderen Seite. Und ja, man sieht schon, die T-Shirts unten drunter werden sehr eng. So.
Ich glaube, er streckt sich auch wieder schön da oben raus. Ja, dann hoffe ich, euch hat mein Schwangerschaftsupdate von der 25. Woche gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!